Eine französische und spanische Polizeieinheit schließen sich zusammen, um einen der größten Drogentransporte in beiden Ländern überhaupt zu stoppen. Hey zusammen, heute erzähle ich euch von dem französischen Action-Thriller Overdose von 2022. Der Film spielt in Spanien und beginnt mit einem Mann namens Eduardo. Wir sehen ihn vor einem Gefängnis, wo er auf seinen Freund Igor wartet, der heute entlassen wird. Als Igor aus dem Gefängnis kommt, begrüßt er ihn herzlich und stellt ihm seine Freundin Vanessa vor. Nachdem sie sich alle kennengelernt haben, bringt Eduardo ihn zu einem Auto, in dem einige Mädchen warten, die bereit sind, Igor zu bedienen. Dann fahren sie mit ihren Autos los und kommen zu einem großen Haus, das einem bekannten Mafioso in der Stadt gehört. Wir erfahren, dass Igor dort schon einmal gearbeitet hat und ihre Ankunft wird von ihren Freunden herzlich begrüßt, denn Igor ist bei den Gangstern sehr angesehen. Kurz darauf werden sie vom Anführer der Drogenhändler Alfonso begrüßt. Er scheint sich ebenfalls sehr über Igors Ankunft zu freuen und bittet ihn, sich in seinem Haus auszuruhen, da er bereits viele Aufträge für ihn hat. Igor macht es sich also bequem und trifft dort auf Said. Said lebt in dem Haus mit seiner Frau, die schwer drogenabhängig ist und ohne Drogen nicht mehr auskommt. Igor geht dann in sein Zimmer, um sich auszuruhen und ist bereit, seinen neuen Tag außerhalb des Gefängnisses zu beginnen. Dann sehen wir jedoch, wie er eine Wanze unter dem Waschbecken platziert. Es stellt sich heraus, dass Igor seit seinem Gefängnisaufenthalt ein Spion geworden ist, der mit der Polizei zusammenarbeitet, um die Mafia zu fangen. Der Film wechselt dann seinen Schauplatz nach Frankreich. Ein Polizeikommandant namens Richard ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um einen Autopsiebericht über den Tod eines Unbekannten zu prüfen. Ein Krankenhausangestellter erzählt ihm jedoch, dass der Mörder so gewalttätig war, dass das Gesicht des Unbekannten fast nicht zu identifizieren ist. Richard teilt dem Krankenhauspersonal jedoch mit, dass er diesen Fall weiter verfolgen wird. Wir sind dann wieder zurück in Spanien. Eduardos Männer sind auf dem Weg, eine große Menge Drogen zu transportieren. Sie transportieren die Drogen mit einem Boot an die Küste und übergeben sie dort an Eduardos Männer. Interessanterweise führen sie die Drogenübergabe an einem Strand durch, der von Besuchern überfüllt ist, aber das scheint ihnen völlig egal zu sein. Sie verlassen dann den Strand schnell, nachdem sie die Drogen bekommen haben. Der Film wechselt dann wieder zu einer neuen Person, nämlich einer spanischen Polizeibeamtin namens Sarah. Sie ermittelt zusammen mit ihrem Teamkollegen Bob an einem Verkehrsunfall, von dem vermutet wird, dass es sich um Mord handelt. Ihr Chef teilte jedoch mit, dass der Hauptverdächtige in diesem Fall noch nicht gefunden wurde. Später am Abend unterhalten sich Sarah und Bob beim Trinken. Sie erzählt ihm von dem Spion namens Igor, mit dem sie zusammengearbeitet hat, seit er im Gefängnis war und der gerade entlassen wurde. Sie setzt ihn nun als Spion ein, um den Drogendealer-Boss und seine Männer zu fassen. Bob lobt sie daraufhin und sagt, dass er sie bei der Ergreifung dieser Mafiosi voll und ganz unterstützen wird. Am nächsten Tag fahren Eduardo und Igor zu einer Ranch, um dort Alfonso, den Mafia-Boss, zu treffen. Alfonso ist nämlich nicht nur der Kopf der Mafia, sondern arbeitet auch als Rancher. Alfonso erzählt dort Igor, dass er eine große Aufgabe für ihn hat. Er erzählt Igor und Eduardo und auch einigen anderen Mitgliedern, dass sie eine große Menge Drogen an eine Mafia in Frankreich liefern werden und Igor nimmt die Arbeit gerne an. Nachdem sie alle Details diskutiert haben, verlassen sie die Ranch wieder und wir wechseln zurück in Igors Zimmer. Er überprüft nochmal die Wanze, die er neulich platziert hat und dann nimmt er eine SIM-Karte, die er zuvor dort versteckt hatte. Er geht mit der SIM-Karte dann in Saids Zimmer, um mit Saids Telefon heimlich zu telefonieren. Er schickt eine Nachricht an Sarah, um ihr mitzuteilen, dass er morgen Drogen nach Frankreich liefern wird. Nachdem Sarah seine Nachricht erhalten hat, erzählt sie ihrem Chef von dem Plan. Ihr Chef weist sie dann an, alle ihre Teamkollegen zu alarmieren, um einen Hinterhalt vorzubereiten. In Frankreich währenddessen untersuchen Richard und sein Team immer noch den letzten Fall des Mörders eines unbekannten Mannes. Sie geben zwar ihr Bestes, aber sie haben den Verdächtigen immer noch nicht gefunden. Später am Abend schalten wir zurück nach Spanien zu Sarah, die auf dem Weg zu einer anderen Polizeieinheit ist, um sie um Unterstützung für den Überfall am nächsten Tag zu bitten. Diese Abteilung wird von einem Mann namens Molin geleitet. Sie besprechen ihren Plan und ihre jeweiligen Aufgaben für diesen großen Überfall. Der Film kehrt dann zurück nach Frankreich und wir sehen einen Mann namens Bruno. Bruno ist der Kopf eines Mafia-Rings in Frankreich und er und seine Freunde essen gerade zusammen in einem Restaurant und reden dabei über unanständige Dinge. Ihre Unterhaltung ist den anderen Gästen ziemlich unangenehm, also bittet ihn einer der Gäste, leiser zu sprechen, aber Bruno kann es nicht akzeptieren, so behandelt zu werden. Er geht auf den Mann zu und wird handgreiflich und sagt ihm, er solle sich nicht mit ihm anlegen. Danach verlassen Bruno und seine Freunde das Restaurant. Am nächsten Tag sehen wir wieder Igor, der eine Wanze in einem der Autos, die an der Drogenlieferung teilnehmen werden, platziert. Die Wanze wird dann aktiviert und sendet ein Zeichen, um Sarah und ihr Team zu benachrichtigen, dass sie sich auf dem Weg zum Zielort befinden.
Bevor Eduardo das Haus verlässt, bittet er alle seine Freunde, wachsam zu sein und während der Fahrt in der Gruppe zu bleiben und er warnt sie, dass niemand die Gruppe ohne seine Erlaubnis verlassen darf, da es sich um die größte Drogenlieferung handelt, die je in ihrem Geschäft durchgeführt wurde. Als sie zur Abfahrt bereit sind, trifft Saids Frau ein und schließt sich ihm an. Bei dieser Lieferung fahren Igor und ein weiteres Mitglied mit dem Motorrad, während die anderen Mitglieder ihnen in ihren Autos folgen. Wir kehren dann nach Frankreich zurück zu Richard und seinen anderen Polizisten, die immer noch ermitteln. Diesmal gehen sie jedoch zu einem Wohnkomplex und versuchen bei den Bewohnern des Komplexes weitere Hinweise zu finden, die zu dem Verdächtigen führen könnten. Sie treffen auf eine alte Dame, die dort wohnt und anscheinend das Hobby hat, andere Leute zu überwachen. Sie zeigt einem Polizisten, der zu ihr nach Hause kommt, einige Fotos mit allen Details und erzählt ihm, dass sie mit ihrer Kamera die Leute überwacht, die ihrer Meinung nach etwas Verdächtiges tun. Ich meine, ich habe ja schon von älteren Leuten gehört, die gerne am Balkon stehen und andere beobachten, aber mit der Kamera zu fotografieren ist ein ganz neues Level. Die alte Dame erzählt dem Polizisten dann noch von einem Mafioso namens Chris, den sie kannte, der in diesem Wohnkomplex lebte. Die Szene wechselt dann zu Eduardo, der besagten Chris anruft, während er in seinem Auto die Drogen transportiert. Er teilt ihm mit, dass er und sein Team bald in Frankreich eintreffen werden, um die Drogen an Bruno zu liefern. Chris sagt daraufhin, dass er bereit steht, um ihm zu helfen, den Auftrag zu erfüllen. Die Szene wechselt dann zu Said und seiner Frau im Auto. Während sie unterwegs sind, spritzt sich seine Frau eine Droge. Said sagt ihr zwar, dass er ihre Sucht satt hat und bittet sie damit aufzuhören, aber sie ignoriert ihn einfach. Einen Moment später erbricht sich die Frau jedoch im Auto und wird bewusstlos. Said ist wütend auf sie und versucht sie zu wecken, aber sie bewegt sich nicht. Daraufhin wird Said ziemlich unruhig. Zur gleichen Zeit schickt Eduardo eine Nachricht an sein gesamtes Team, indem er sie auffordert, in der Gruppe zu bleiben, da sie kurz davor sind, die Grenze zwischen Spanien und Frankreich zu überqueren. Said versucht währenddessen immer noch, seine Frau zu wecken, aber ohne Erfolg. Dann beschließt er, die Gruppe zu verlassen und hält sein Auto an. Er hat jetzt richtig Angst um sie und versucht immer wieder, sie zu wecken. Während er das tut, kommen jedoch ein paar spanische Polizisten vorbei und fragen ihn, was los sei. Said beantwortet die Fragen der Polizei ziemlich nervös und als sie sein verdächtiges Verhalten bemerken, fordern sie ihn auf, seine Hände zu heben. Anstatt der Aufforderung der Polizisten jedoch nachzukommen, eröffnet er das Feuer. Eduardo kommt einen Moment später zum Tatort zurück und erschießt die Polizisten auf der Stelle. Nachdem er alle Polizisten ausgeschaltet hat, nähert sich Eduardo Said und beschimpft ihn, weil er die Gruppe verlassen hat. Said erklärt hilflos, dass er die Gruppe verlassen muss, um seiner Frau zu helfen, die wegen einer Überdosis bewusstlos war. Leider wurde seine Frau jedoch durch die Schüsse getötet, die zuvor gefallen waren. Eduardo befiehlt ihm daraufhin, die Leiche seiner Frau dort liegen zu lassen und sagt ihm, er solle sich beeilen und den Ort verlassen. Danach ruft er das Team an und teilt ihnen mit, dass sie eine andere Route nehmen müssen, da es zu spät sei, so die Grenze zu überqueren. Wir schalten dann zu Sarah und ihrem Team, die auf die Mafia-Gruppe warten, aber wegen der Nachricht von einer Schießerei, die sich in der Nähe der Grenze ereignet hat, müssen sie den Ort verlassen. Sie und ihr Team begeben sich daraufhin sofort an den Tatort, um die Opfer zu evakuieren. Als sie an dem Tatort ankommen, merken sie, dass die Mafia-Gruppe, mit der sie es zu tun haben, keine gewöhnliche ist, sondern eine ausgesprochen grausame, die sogar Polizisten umlegt. Die Mafia-Gruppe von Eduardo ist inzwischen in Frankreich angekommen und sie beschließen, in dem nächstgelegenen Dorf eine kleine Pause einzulegen. Eduardo bittet einen alten Mann, den er gerade kennengelernt hat, ihn und seine Männer in seinem Haus übernachten zu lassen. Zunächst zögert der alte Mann noch, ihn in sein Haus zu lassen, aber Eduardo zwingt ihn schließlich. Am Abend werden sie jedoch von dem alten Mann zum Essen eingeladen. Während des Abendessens sagt Eduardo dem Sohn des alten Mannes, er solle keine Angst vor ihnen haben und er gibt ihm den Rat, zu einem harten Mann heranzuwachsen. Der Junge nickt nur mit dem Kopf zu allem, was Eduardo ihm sagt. Kurz darauf sehen wir jedoch, dass der alte Mann nach draußen geht, um heimlich die Autos von Eduardo und seinen Männern zu überprüfen. Er sieht viele Einschusslöcher an ihren Autos, sodass ihm klar wird, dass sie alle Kriminelle sind. Dann kommt Eduardo heraus, sieht, was der alte Mann gerade tut und tötet ihn. Nachdem er den alten Mann getötet hat, geht er zurück zum Haus und sagt Igor, er solle die Frau und den Sohn des alten Mannes aus dem Haus bringen. Er befiehlt Igor, auch sie zu töten, um wirklich jeden Zeugen seines Verbrechens zu beseitigen. Igor bringt also die Frau und den Sohn des alten Mannes aus dem Haus, während Eduardo und Vanessa nach oben gehen, um die Nacht zusammen zu verbringen. Es folgt dann eine explizite und ausführliche Liebesszene. Wir schalten jedoch zurück nach Frankreich zu Richard, der gerade von seinem Teamkollegen die Information erhalten hat, dass sie einen neuen Auftrag haben. Sie müssen eine Gruppe von Mafia-Mitgliedern aus Spanien festnehmen, die im Begriff sind, ein Drogengeschäft in ihrem Land zu tätigen. Richard weist seine Teammitglieder an, mit der spanischen Polizei zusammenzuarbeiten, um die Mafioso während der Transaktion zu verhaften. An diesem Abend treffen sie sich also mit der spanischen Polizei, die von Sarah angeführt wird.
Auf dem Weg zur Polizeistation schildert Sarah Richard alle Verbrechen, die die Mafia-Gruppen in der ganzen Zeit begangen haben. An ihrem Ziel angekommen, besprechen die französische und spanische Polizei nun ihre Strategie für den Überfall und jeder von ihnen bekommt eine Aufgabe zugewiesen. Nach dem Treffen ruft Richard nochmal seine einzige Tochter an, um ihr zu sagen, dass er sie sehr liebt und bald zu Hause sein wird. Sarah gesellt sich später zu ihm und sie unterhalten sich eine Weile. Am nächsten Tag setzt die Mafia-Gruppe dann ihre Reise fort, aber bevor sie das Dorf verlässt, sagt Said, dass er das Auto des alten Mannes fahren wird, da sein Wagen voller Einschusslöcher ist. Bruno meldet sich auch und sagt, dass er bereit ist, die Drogen am vorgegebenen Ort abzuholen. Das gleiche gilt auch für Chris, der ebenfalls bereit ist, Eduardo bei dem Geschäft zu unterstützen. Als Chris jedoch in sein Auto steigt, sieht ihn die alte Dame, die in demselben Wohnkomplex wohnt, vom Fenster ihres Hauses aus. Eduardo, Igor und die anderen Teammitglieder legen dann eine kleine Pause ein und Igor nutzt die Zeit, um Sarah anzurufen und ihr mitzuteilen, dass sie sich dem Zielgebiet nähern. Nachdem Igor ihr den Standort mitgeteilt hat, weist Sarah ihr Team sofort an, sich bereit zu machen. Alle Polizeibeamten sind sehr motiviert und setzen sich mit aller Kraft dafür ein, dass diese Mission erfolgreich ist und alle Mafiosi verhaftet werden können. Die Polizei kommt dann am vereinbarten Ort an, einer historischen Touristenattraktion in Frankreich. Sie warten dann eine geraume Zeit auf die Ankunft der Mafiosi. Nach der ewigen, aufreibenden Wartezeit fahren die Autos der Mafiosi dann eins nach dem anderen in den Ort ein. Alle Mafiosi haben sich nun am vorgesehenen Ort eingefunden und beginnen mit dem Drogengeschäft. Vorher kommt jedoch noch ein Bus voller Studenten zur Besichtigung des Ortes an. Es stellt sich heraus, dass es Teil ihres Plans war, diese Transaktion zu verschleiern und die Polizei so zu umgehen. Die Übergabe der Drogen von Eduardo an Bruno ist dann erfolgreich und sie sind bereit, das Gelände zu verlassen. Die Polizisten starten daraufhin die Razzia, aber interessanterweise wehrt sich keiner der Mafiosi. Sie bleiben ganz ruhig und ergeben sich. Zwei Autos und zwei Motorräder, darunter auch das von Igor, können jedoch von dem Hinterhalt entkommen und die Polizisten verfolgen sie sofort. Es ist eine lange Verfolgungsjagd, aber schließlich können die Polizisten ein Auto ausschalten, während das andere Auto, das Said fährt, und Igor, der auf dem Motorrad sitzt, den Polizisten entkommen können. Die Polizisten bringen daraufhin alle gefangenen Mafiosi auf die Polizeiwache. Die Szene wechselt dann zu Igor, Said und einigen anderen Mafia-Mitgliedern, die irgendwo anhalten, nachdem es ihnen gelungen ist, der Verfolgung durch die Polizei zu entkommen. Sie streiten sich daraufhin heftig und geben sich gegenseitig die Schuld, dass ihre Mission gescheitert ist und viele ihrer Freunde verhaftet wurden. Während sie sich noch gegenseitig beschuldigen, nimmt Said den Anruf von Chris entgegen. Dieser erzählt ihm, dass sich ein Spion unter ihnen befindet. Einer von ihnen hat sie verraten, deshalb konnten die Bullen den Ort ihres Drogengeschäfts herausfinden. Nachdem er gehört hat, was Chris gesagt hat, erzählt Said Igor von dem Spion und dann richtet er seine Waffe auf ihn. Als er dann abdrückt, ist es jedoch nicht Igor, auf den er zielt, sondern jemand anderes. Igor sieht ziemlich erleichtert aus, dass es ihm gelungen ist, seinen Verrat zu vertuschen. Wir schalten dann zurück zu Sarah, die Eduardo auf dem Polizeirevier verhört. Sarah fragt ihn, wer sein Chef ist, aber anstatt ihre Frage zu beantworten, bittet er Sarah, die Nacht mit ihm zu verbringen. Molin, der ebenfalls anwesend ist, schlägt ihn darauf hin. An anderer Stelle bittet Vanessa um eine Zigarette, als sie Richard vor ihrer Zelle sieht und bietet ihm an, mit ihr die Nacht zu verbringen. Richard lehnt ihr Angebot jedoch höflich ab, da er findet, dass sie nicht sein Typ ist. Nachdem sie dann Eduardo verhört hat, trifft Sarah auf Bruno. Bruno hingegen droht ihr, dass sie alles, was sie ihm angetan hat, bereuen wird, aber Sarah und die anderen Polizisten haben überhaupt keine Angst vor ihm. Bruno nennt sie weiterhin eine Schlampe, die es nicht verdiene, Polizistin zu sein. Als Richard hört, was Bruno zu ihr sagt, ist er wütend und schlägt ihn. Sarah und Richard gehen dann nach draußen, um nach dem Vorfall mit den Mafia-Mitgliedern eine kleine Pause einzulegen. Sarah bedankt sich bei ihm für das, was er für sie getan hat, und später unterhalten sie sich über ihr Privatleben. Da erfährt Sarah, dass Richard Witwer ist und eine Tochter hat. Richard findet heraus, dass Sarah Single bleibt, weil sie mit ihrer Arbeit als Polizistin beschäftigt ist. Es sieht deutlich danach aus, dass sich die beiden zueinander hingezogen fühlen. Kurze Zeit später erhält Sarah einen Anruf von ihrem Polizeipartner, der ihr mitteilt, dass sie die Adresse des Drogenbosses Alfonso herausgefunden haben. Die Polizisten stürmen daraufhin das Haus und schaffen es, alle Männer von Alfonso auszuschalten. Ein paar der Polizisten erwischen Alfonso selbst dann schließlich im Haus. Dieser tut so, als wolle er sich ergeben, als die beiden Polizisten ihn finden, aber er schießt sie dann sofort. Alle Schergen von Alfonso sind tot und die Situation ist für eine Weile unter Kontrolle, aber die Polizisten können immer noch nicht herausfinden, wo Alfonso ist. Wir sehen dann, dass Alfonso ganz normal aus dem Haus geht und dabei eine Polizeiuniform trägt. Seine Tarnung fliegt aber zum Glück auf und die Polizisten erwischen ihn. Er versucht jedoch weiterhin Widerstand zu leisten, sodass die Polizisten ihn erschießen müssen. In der nächsten Szene sind dann beide Einheiten aus Frankreich und Spanien auf dem Weg, alle Mitglieder der Mafia in ein Hochsicherheitsgefängnis zu überführen.
Unerwartet ereignet sich jedoch ein Unfall auf der Autobahn, sodass sie im Stau stecken bleiben. Moline teilt Sarah mit, dass sie warten müssen, bis die Evakuierung abgeschlossen ist, da es keine andere Möglichkeit gibt, das Gefängnis zu erreichen. Während sie im Auto warten, bittet Vanessa Bob, sie kurz nach draußen gehen zu lassen, um zu pinkeln, aber Bob lehnt ab und sagt ihr, sie solle es lassen. Daraufhin pinkelt Vanessa tatsächlich in den Wagen. Es stellt sich heraus, dass dies ein Code für die Mafia-Mitglieder war, um den Angriff auf die Polizisten zu starten. Den Mafia-Mitgliedern gelingt es tatsächlich, die Polizisten anzugreifen und sie erschießen sogar ein paar von ihnen, die sich im Auto befinden. Am Ende gelingt es Eduardo, vor den Polizisten zu fliehen, aber Vanessa und mehrere Polizisten sterben durch die Schüsse. In der nächsten Szene sehen wir einen Anwalt, der aus seinem Auto steigt und auf Sarah trifft. Er sagt ihr, dass es ein großer Fehler gewesen ist, eine Person wie Bruno zu verhaften, aber sie stellt ihn zur Rede und sagt ihm, dass sie keine Angst vor ihm hat. Auf dem Polizeirevier ist gerade ein wichtiger Zeuge für die Verbrechen von Eduardo und seinen Männern erschienen. Wir sehen, dass es sich bei den Zeugen um die Frau und den Sohn des alten Mannes handelt, die Igor anscheinend gehen ließ. Andernorts sieht Eduardo jedoch beim Abendessen im Nachrichten die Fernsehen und bemerkt, dass die Frau und der Sohn des alten Mannes in den Nachrichten auftaucht. Da wird ihm klar, dass Igor sie nicht umgebracht, sondern ihn verraten hat. Kurz daraufhin geht er irgendwo hin, um Chris zu treffen und bittet ihn um Hilfe, ihm ein Versteck zu besorgen. Ein Mann von Chris holt ihn ab und sie fahren sofort zu ihm nach Hause. Da Said und Igor wissen, dass Eduardo sich im Haus von Chris aufhält, beschließen sie, ihn zu treffen und sich ebenfalls im Haus von Chris zu verstecken. Als sie dort ankommen, begrüßt Eduardo sie mit einem Lächeln, doch plötzlich verwandelt sich sein Lächeln in Zorn. Er ist so wütend über Igors Verrat, dass er einige Männer beauftragt, ihn gefangen zu nehmen und ihn hinter dem Haus einzusperren. Er will auch Said töten, weil er ihren Plan wegen der Taten seiner verstorbenen Frau durchkreuzt hat. Die Szene wechselt dann zu Richard und Sarah. Richard begleitet Sarah nach Hause und sie unterhalten sich vor ihrem Haus ein wenig. Sarah fragt ihn dann, ob er zu ihr nach Hause kommen möchte, und er antwortet mit einem Kuss auf ihre Einladung. Sie gehen dann gemeinsam in Sarahs Haus und verbringen die Nacht miteinander. Andernorts gehen ein paar Polizisten auf Streife und finden die verdächtigen Motorräder und Autos, die den Mafiosi gehören. Sie berichten daraufhin Richard von ihrem Fund. Richard teilt daraufhin Sarah mit, dass er gehen muss. Wir wechseln dann wieder zurück ins Haus von Chris, wo Eduardo Igor für seinen Verrat foltert. Er fragt ihn, warum er ihm das angetan hat, und Igor sagt ihm, dass er es leid ist, die ganze Zeit über schlechte Dinge getan zu haben. Daraufhin tötet er Igor, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Kurz darauf erscheint jedoch die Polizei schwer bewaffnet vor seinem Haus. Die Polizisten locken ihn und seine Männer in einen Hinterhalt und es kommt zu einem weiteren heftigen Schusswechsel. Den Polizisten gelingt es, in das Haus einzubrechen, und dort findet Sarah Igor leblos in der Zelle vor. Sarah ist über Igors Tod zutiefst erschüttert. Die Mafiosos sind währenddessen vom Angriff der Polizei völlig überwältigt. Sie wehren sich hartnäckig, aber schließlich gelingt es der Polizei, Eduardo zu fangen. Eduardo wehrt sich jedoch weiter hartnäckig, selbst nachdem die Polizei ihm Handschellen angelegt hat, beleidigt er Sarah weiterhin und nennt sie eine dumme Polizistin. Sarah ist währenddessen sehr aufgewühlt und fühlt sich provoziert und zielt mit ihrer Waffe auf ihn, bereit ihn zu töten. Einer ihrer Teamkollegen schreitet jedoch ein und stoppt sie und sagt ihr dann, dass er es an ihrer Stelle tut. Ein Moment später bringen die Polizisten alle Opfer, die bei der Schießerei vorhin gestorben sind, nach draußen. Es vergeht dann einige Zeit und ein neuer Tag ist angebrochen. Wir sehen Sarah, die mit einem Blumenstrauß in der Gasse steht, um Richard zu treffen. Sie hält jedoch inne, als sie ihn draußen mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau sieht. In ihrem Herzen fühlt sie sich bittersüß. Sie ist traurig, dass sie nicht bei ihm sein kann, aber gleichzeitig freut sie sich für ihn, weil er wieder mit seiner Familie zusammen sein kann. So, und damit endet unsere heutige Filmvorstellung. Ich fand den Film ziemlich mittelmäßig, ehrlich gesagt. Er hat mir durchaus gefallen, aber ich fand ihn etwas lang und insgesamt recht flach im Spannungsbogen. Es war durchaus eine interessante Geschichte, die man sich mal reinziehen kann, aber es gab jetzt nichts, was mich total vom Hocker gehauen hätte. Insgesamt würde ich dem Film 2 von 5 Sternen geben und sagen, schaut ihn euch ruhig mal an, wenn euch sowas gefällt. So, wenn euch aber neben dem Film auch die Zusammenfassung gefallen hat, dann abonniert auch den Kanal, lasst ein Like da und schaltet die Benachrichtigung ein, damit ihr noch viele andere Filme und Serien hier vorgestellt bekommt. Zum Schluss möchte ich dann noch PixelHD18 grüßen. Er oder sie schreiben, finde eure Videos genial, würde mich freuen, wenn ihr mich grüßen könntet. Mit freundlichen Grüßen, PixelHD18. Hey PixelHD18, ich grüße dich sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deinen Kommentar und super, dass du da bist. Ich freue mich riesig darüber, dass es dir gefällt und ich hoffe, dass du noch lange, lange Spaß an unseren Videos hast. Es würde mich sehr freuen, mal wieder von dir zu hören.
So, und wenn ihr anderen noch Meinung zum Kanal habt, mich etwas fragen möchtet oder einfach mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid auch ihr in einem der nächsten Videos mit dabei. Bis dann!